Nun gab es ja erst vor ein paar Tagen den Aufschrei, dass Elias M. Barek vom Markt ist. Leute, null und nichtig diese Tatsache. Lächerlich geradezu. Prince Harry, und ich sag mal, now we are talking, wenn es um echte Männer geht, hat's auch endgültig erwischt, angeblich. No, God, please, no, no, no! Doch, verf***. Drecksscheiße. Und dann sieht die auch noch geil aus. Willkommen in der Bildbox. Ich bin Laura. Hello. Keine geringere als das neue, absolut mega gehypte It-Girl aus London. Maria Olympia von Griechenland, Prinzessin von Dänemark, soll Harry seinen Rotschopf verdreht haben. Geboren in New York, aufgewachsen in London, ist das royale Reh natürlich an der High Society angedockt. Und so war es jetzt wohl auch Harrys Cousine Beatrice, die beiden verkuppelt haben soll. Ich bin dann also mal dem Prinzesschen ihr Instagram-Profil durchgegangen. Und ich sag mal so, rein optisch und so vom Lifestyle her, wäre der Harry jetzt nicht der cleverste, wenn er das Mäuschen hier von seiner King-Size-Fettkante schubsen würde. Muss ich ganz neidfrei so sagen, die Maria Olympia, die macht einen ganz sympathischen Eindruck. Achso, Fräulein von Griechenland ist übrigens erst 19. Alle ihre vier Brüder sind allerdings noch jünger, insofern muss Harry nicht befürchten, dass er von einem Big Bro da mal eins über die Rübe kriegt. Ach und hier, Schwiegermutti, die ist auch noch ganz heiß. Also falls Harry zwischendurch mal mit einer eher Gleichaltrigen sprechen will. Harry Potter hat einen neuen Audi. Nee, Mario Götze hat eine neue Brille und einen neuen Audi. Aber das ist nur Nebensache in diesem frischen Selfie, weil ich es nämlich ganz bemerkenswert finde, wie trendy dandy das kleine Hamsterchen unterwegs ist. Nerdbrillen aus Horn haben in 2016 nämlich ausgedient. Habe ich gelesen irgendwo letztens. In der Zeit oder so. Nee, echt jetzt. Stattdessen haben dünne Metallbügel in diesem Jahr ihren ganz großen Auftritt. Ohne Scheiß, stand da so. Ob der Mario auch Zeit liest? So, da hat nun auch der schöne, saubere, weiße Tennissport einen abgekriegt. Die BBC und BuzzFeed berichten über systematische Manipulation von Spielen. Ungeachtet des Wettskandals sind aber die ersten Spiele der Australian Open in Melbourne gestartet. Und was macht Bum Bum Biene statt Eisern zu trainieren? Geht mit Lover Olli Pocher erstmal ins Kino. Und da frage ich mich bei diesem Foto hier, ist der Lisicki The Revenant nun wirklich zu spannend zum Hinsehen? Oder denkt sie sich, what the heck macht dieser Typ immer noch neben mir? Ach, schade, dass man keine Gedanken lesen kann. So, Schluss mit lustig jetzt hier. Bis Donnerstag in einer frischen Bildbox. Tschüss!